Schockdiagnose Brustkrebs. Mit etwa 30% ist dies die mit Abstand häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Doch auch Männer können an Brustkrebs erkranken. Allein in Deutschland stellen Ärztinnen und Ärzte rund 70.000 Mal im Jahr die Diagnose. Die einzig gute Nachricht: die Zahl der Sterbefälle sinkt seit einigen Jahren. Wir haben viel gemeinsam erreicht, weil seit der Begründung eines nationalen Krebsplans eben alle Beteiligten zusammen an Handlungsfeldern, auf die man sich verständigt hat, gemeinsam an einem Strang ziehen. Wir können heute sagen, dass die Überlebenschancen bei Krebs deutlich besser geworden sind, dass die Behandlungsqualität deutlich zugenommen hat. Wir haben etwa auf den Weg gebracht klinische Krebsregister. Das war ein ganz wichtiges Ziel. Wir haben einen Musterlehrplan für das Gespräch Arzt-Patientin-Patient entwickelt im Rahmen des nationalen Krebsplans. Also viel erreicht, aber auch noch viel zu tun. In den letzten Jahren ist das Bewusstsein dafür, dass eben mit dem Ende der Behandlung im engeren Sinne eine weitere Begleitung erforderlich ist, deutlich gewachsen. Und wir haben eine Vielfalt von Angeboten. Aber es geht jetzt darum, dies auf hoher Qualität zu einem festen Bestandteil entsprechender Angebote zu machen, auch indem genau geschaut wird, wer braucht welche Hilfe. Vielen ist es ganz wichtig, schnell den Weg in eine Selbsthilfegruppe zu finden. Andere werden auch speziellere therapeutische Angebote brauchen. Da jeweils das richtige Angebot zu finden und regelhaft anzubieten, darum muss es gehen. Dass viele Patientinnen und Patienten, auch ihre Angehörigen, das Internet nutzen, ist eine riesige Chance. Und gleichzeitig kann ja niemand sagen, wir schließen etwa Scharlatane von der Möglichkeit, ihre Ideen im Internet zu bewerben, aus. Deswegen sind qualitätsgesicherte Angebote so wichtig. Öffentliche Aufklärung, auch in den Medien, sind Angebote, wie sie die Deutsche Krebsgesellschaft, die Krebshilfe, die deutschen Forschungszentren und Universitätskliniken und viele andere mehr, nicht zuletzt die Selbsthilfegruppen bereitstellen, so wichtig. Und ich freue mich über das Gesundheitsportal Brustkrebs, das eine gute Chance ist, auf hohem Niveau Angebote zu machen, die Menschen helfen, mit dieser schwierigen Situation, selbst betroffen oder in der Familie, besser umzugehen und die richtigen Informationen zu erhalten.